Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Die S-Klasse aus Stuttgart und die IAA in Frankfurt, das sind für mich zwei der ganz großen Konstanten der jüngeren Automobilgeschichte. Mit dem Motto der diesjährigen IAA könnte man auch sagen, automobiler geht's nicht. Außerdem haben wir die Festhalle mit der Festhalle einen der schönsten Showrooms der Welt und vermutlich, wenn ich mich hier so umschaue, auch den bestbesuchten. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir freuen uns. Für mich der perfekte Rahmen, um Ihnen heute, nur ein Vierteljahr nach der S-Klasse Weltpremiere in Hamburg, gleich drei weitere Highlights aus unserer neuen Flaggschiff-Familie vorzustellen. Drei neue S-Klassen, die unsere Kunden im Laufe der kommenden Monate als Serienmodelle in den Händler-Showrooms finden werden. Und, meine Damen und Herren, mit jeder von Ihnen können Sie bereits heute teilautonome Fahrfunktionen nutzen. Ein besonderes Highlight im erweiterten Who is Who der sechsten S-Klasse-Generation ist dieses Fahrzeug, nämlich der S500 Plug-in Hybrid. Das erste Serienauto im Segment der klassischen Luxuslimousinen, das 3 Liter verbraucht. Hier sehen Sie die Fakten. 3 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer. Nur 69 Gramm CO2-Ausstoß. Und das, meine Damen und Herren, bei einer Systemleistung von über 440 PS. Damit ist der S500 Plug-in Hybrid die effizienteste Luxuslimousine aller Zeiten. Echte Outdoor-Fans und Technik-Fans sprechen schon heute von der umweltverträglichsten, von der sichersten und der komfortabelsten Art, modernen Luxus zu genießen. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass man mit 109 PS, einem 109 PS starken Elektromotor, auf jeder Bühne richtig übermotorisiert ist. Umso mehr genießt man den beeindruckenden Schub auf der Straße. Dort garantiert die E-Maschine auch ohne Verbrenner faszinierenden Fahrspaß. Nahezu lautlos, lokal emissionsfrei und mit über 30 Kilometer Reichweite rein elektrisch. Und was mir am besten gefällt, diese neue S-Klasse kann an jeder Steckdose tanken. Selbstverständlich profitiert unser Plug-in-Hybrid von den bekannten Stärken der neuen S-Klasse, von der klassenbesten Aerodynamik zum Beispiel. Diese S-Klasse ist ein Luxusautomobil mit dem Verbrauch eines Kleinwagens. Und das belegt zweierlei. Erstens die technische Kompetenz und das Know-how von Mercedes. Und zweitens die Tatsache, dass moderner Luxus weder Verschwendung bedeutet noch Verzicht. Meine Damen und Herren, Aerodynamik und Leichtbau sind zwei Stichwörter, die mich zu unserem nächsten Newcomer bringen. Im Verkaufsprospekt heißt er schlicht S63 AMG. Aber Sie können auch einfach zum Händler gehen und sagen, ich hätte gerne die dynamischste S-Klasse aller Zeiten. Und ich versichere Ihnen, er weiß dann, was Sie meinen. Und er wird Ihnen zeigen, was Sie jetzt gleich hier sehen. Ja, meine Damen und Herren, 100 Kilogramm leichter und dabei 41 PS stärker als der Vorgänger. Mit einem ähnlichen optimierten Kampfgewicht möchte man gerne aus dem Sommerurlaub nach Hause kommen. Beim neuen S63 AMG hat die Fitnesskur gewirkt. Und wie? Beim Sprint zieht er seinen Wettbewerben davon, wie Usain Bolt
Und in schnellen Kurven liegt er sogar so satt, dass Nico Rosberg und Lewis Hamilton gar nicht mehr aussteigen wollten. Dabei kommt der Gedanke an die Umwelt keineswegs unter die Räder. Mit rund 10 Litern verbraucht der leistungsgesteigerte 5,5 Liter V8 Biturbo-Motor fast einen halben Liter weniger als sein Vorgänger. Performance, Dynamik und Effizienz, das sind die drei AMG-typischen Merkmale, die der S63 perfekt verkörpert. Hinzu kommt eine vierte, markenprägende Eigenschaft von AMG, nämlich Individualität. Auch in dieser Hinsicht bietet der neue S63 mehr denn je, darunter erstmals auch zwei unterschiedliche Modellvarianten mit maßgeschneiderten Fahrwerksauslegungen, nämlich die Langversion S63 AMG 4-Matic mit performanceorientiertem AMG Allradantrieb und den S63 AMG mit kurzem Radstand und Heckantrieb. Ja, meine Damen und Herren, wie alle anderen S-Klassen sind auch die High-Performance-Modelle von AMG lupenreine Luxusautomobile. Gerade bei der Suche nach der allerbesten Lösung für unsere Kunden ist das ein entscheidender Vorteil. Denn Luxus ist seit jeher einer der nachhaltigsten Innovationstreiber. Gerade ihre Spitzentechnologie hat die S-Klasse zum meistverkauften Luxusautomobil der Welt gemacht. Weltweit haben wir bisher über 3,5 Millionen Fahrzeuge der Vorgängergeneration verkauft und nur ganz wenige Produkte haben ihren Spitzenanspruch über Generationen hinweg so überzeugend eingelöst wie eben die Mercedes-Benz S-Klasse. Mit der sechsten Generation kommen wir wieder, wegweisende Spitzentechnologien zu zeigen, und zwar in der Serie, die früher oder später in andere Fahrzeuge für mehr Sicherheit, für mehr Komfort und für mehr Effizienz sorgen werden. Wie stark der Wunsch nach Spitzenleistung ist, zeigt der fantastische Verkaufsstart der neuen S-Klasse. Bis heute liegen uns weltweit schon über 30.000 Bestellungen vor, obwohl wir die Markteinführung in Asien und in den USA erst beginnen. Aufgrund der großen Nachfrage haben wir in den Sommermonaten durchproduziert und das gilt für alle Werke. Das freut natürlich unsere S-Klasse-Kunden, die auf ihr Fahrzeug warten, und uns mit Blick auf den Jahresabschluss natürlich auch. Unser Ziel ist es, den Mercedes-Absatz in diesem Jahr auf den absoluten Rekordwert von über 1,4 Millionen Pkw zu steigern. Und meine Damen und Herren, dafür sind wir hervorragend unterwegs, denn per August liegen wir mit 9,3% über dem Vorjahr und das Vorjahr war auch schon ein Rekordjahr. Die neue S-Klasse liefert dafür unseren Vertriebserfolg und zwar wichtige Impulse erstens in Stückzahlen. Wir brauchen natürlich und wir werden hier hervorragende Stückzahlen mit der S-Klasse haben und zweitens natürlich auch in Richtung Image, denn natürlich ist die S-Klasse unser Imageträger per se. Und diese S-Klasse wird natürlich positiv auf das gesamte Portfolio abstrahlen. Ja, meine Damen und Herren, warum das so ist, sieht man hier auf der Bühne. Diese drei S-Klassen, die Sie gerade vorbeifahren sehen, sind das, was unsere Automobile so begehrenswert macht. Nämlich erstens Intelligenz, zweitens Effizienz und drittens Dynamik. Kombiniert mit Präsenz und Eleganz, die jeder dieser drei auf seine Weise ausstrahlt.